Nach all den Jahren, in denen ich in Teams mitgearbeitet habe und in die ich Teams geführt habe und die ich Teams trainiert habe, ist mir eins klar geworden: Die individuellen Stärken sind einer der Grundpfeiler von einem erfolgreichen Team. There is no I in the word team. Es gibt kein I in dem Wort Team. Das sagte mein Football-Coach zu mir. Was er damit meinte, war natürlich, es gibt kein Ich im Team, also es werden keine Extrawürste gebraten. Das ist mittlerweile 30 Jahre her. Ich war damals Austauschschüler in Walla Walla, Washington und habe da Football gespielt, hatte nicht viel Ahnung vom Football, muss man sagen, aber offensichtlich das Format, um die Abwehr wirksam unterstützen zu können. Also habe ich Football gespielt und dachte mir, wenn wir so ein tolles Mentalcoaching schon haben, dann wird das richtig gute Saison. In der Saison sind wir Neunter geworden von 9 Mannschaften. Also irgendwie hat das nicht so ganz richtig funktioniert mit dem Mentalcoaching, aber den Fehler hatte ich damals noch nicht gefunden. Aber das Thema, was macht ein erfolgreiches Team aus, das hat mich seitdem verfolgt. Und jetzt muss ich mal eine kurze Frage stellen: Wer von Ihnen leitet denn ein Team? Oh, das sind doch schon einige. Wer von Ihnen arbeitet denn in einem Team mit? Okay, das ist ja schon mal gut. Und wer arbeitet mit anderen Menschen zusammen und weiß noch nicht, ob das ein Team ist? Okay, also es gibt da offensichtlich noch einiges zu tun. Und wenn Sie mal so in sich gehen und an Ihr Team denken, ist das eine organisatorische Ansammlung von Menschen? Oder ist das ein gutes Team? Oder ist das ein Team, dem Sie Ihr Leben anvertrauen würden? Und genau vor dieser Situation stand ich, ein Team zusammenzustellen, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Ich war in einer Abendveranstaltung, ähnlich wie dieser, nicht ganz so groß, aber im Publikum, und erhielt einen Anruf: Major Zetajuk, Sie müssen morgen in die Elfenbeinküste fliegen, stellen Sie ein Team zusammen, den Rest kriegen Sie über die gesicherte Kommunikation, gehen Sie an Ihren Rechner. So, also die Abendveranstaltung war durch für mich. Ich bin an meinen Rechner gegangen, die Ausgangslage war folgende: Wir sollten in die Elfenbeinküste fliegen, deutsche Staatsbürger evakuieren. Dazu sollte ich ein Team zusammenstellen, maximal 7 Personen. Die Lage vor Ort war unklar. Aus den Medien konnte man entnehmen, dass marodierende Horden durch die Straßen von Abidjan ziehen und wahllos Menschen mit Macheten töten, also bürgerkriegsähnliche Zustände. Das Ganze musste am nächsten Tag erfolgen. Wir wissen nicht, wie viele Leute wir abholen müssen. Und zu einem Überfluss müssen wir unsere Mission auch unbewaffnet antreten. Weil ein bewaffneter Einsatz hätte die Zustimmung des Bundestages erfordert und die war in dem Zeitrahmen nicht mehr einzuholen. Also da muss man schon sehr sorgfältig sein Team auswählen, die man da mitnimmt. Was waren das dann für Menschen, die ich mitgenommen habe? Was waren das für Männer? Waren das die, die ich besonders gut leiden konnte? Oder waren das die, die vielleicht am entbehrlichsten waren? Also setzte ich mich hin und stellte mal das Team zusammen. Und die Frage, was macht ein erfolgreiches Team aus, der wollen wir heute mal ein bisschen näher kommen. Für mich sind das 3 Punkte. Das erste ist der Teamgeist. Wo liegt der Fokus des Teams? Ist der positiv ausgerichtet? Ist der eher negativ ausgerichtet? Sind das Jammerer und Miesepeter oder sind das Menschen, die Chancen sehen? Ich hatte mal einen Mitarbeiter, als ich dahin kam, sagte der mir als erstes: Also wenn hier so ein richtiger Mist passiert, wenn richtig was Doofes passiert, dann freue ich mich so richtig. Dachte ich, okay, warum machst du denn das? Und sagte, naja, ändern kann ich es ja dann sowieso nicht mehr, aber ich habe wenigstens noch gute Laune. Was er uns sagen wollte, ist natürlich, wir können nicht immer alles beeinflussen, was passiert in unserem Leben. Aber was wir immer beeinflussen können, ist, wie wir selber darauf reagieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich verinnerlichen muss mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Hier, was sind das für Menschen? Wie reagieren die auf Situationen? Ziehen die einen runter oder bauen die einen auf? Und
dass wir da welche brauchten im Einsatz, die sich gegenseitig aufbauen, das war ja klar. Denn als wir gelandet sind in Abidjan, stellten wir fest, dass der Flughafen verlassen war. Das bedeutet aber auch, dass da niemand eine Gangway hinfährt an den Airbus, mit dem wir gelandet sind. Das heißt, man steigt da durch eine Bodenluke aus, über eine Strickleiter. War so eine richtige Gelegenheit, sich wieder mal zu freuen. Da hätte man natürlich sagen können, ach Gott, was ist denn das wieder für eine Planung? Was hat denn die Führung da wieder mit uns gemacht? Was ist denn das für ein Käse? Wenn man mich gleich gefragt hätte, so kurzfristig, hätte ich ja gleich sagen können, dass das nicht funktioniert. Die Sesselfurzer, was wollen die überhaupt von uns? Oder man sagt auf der anderen Seite, okay, die Situation ist, wie sie ist. Was ist denn das Gute jetzt da dran? Und das Gute an der Situation war, dass die Fremdenlegion den Flughafen schon gesichert hatte. Die hatten offensichtlich keine Probleme, Waffen mitzunehmen, was auch gut für uns war, weil wir so sicher anlanden konnten. Die Gehirnforscher sagen, wir sind die Summe der 5 bis 6 Menschen, die uns am meisten umgeben. Wenn das so ist, dann sollte man natürlich sehr sorgfältig auswählen, wen man in seiner Umgebung hat, mit wem man sich umgibt. Sind das welche, die einen runterziehen? Oder sind das welche, die einem Energie geben und denen man auch Energie zurückgeben kann? Also am besten mit fröhlichen Menschen umgeben. Dann können Sie natürlich sagen, naja, ich habe ja nicht immer einen fröhlichen Tag. Ja, also es ist ja nicht jeder jeden Tag fröhlich. Klar, ist er nicht. Man kann auch mal einen schlechten Tag haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben so einen richtig, richtig schlechten Tag. Der geht schon los, Sie kommen morgens ins Bad und fragen sich, wer den Flachbildschirm über dem Waschbecken angebracht hat und warum da die ganze Zeit ein Horrorfilm läuft. Also wenn Sie so einen gebrauchten Tag haben und dann ins Büro kommen oder in die Arbeit, dann ist es wichtig, dass Sie ein Team haben, mit dem Sie was anfangen können. Dann könnten natürlich ein Team haben, die dann sagen, ach Gott, du Ärmster, das ist ja wirklich alles schlimm, wie du das immer schaffst, also ich könnte das ja nicht, das ist ja ganz furchtbar. Und die Spirale sie immer weiter nach unten ziehen. Sie könnten aber auch mal eine Musterunterbrechung machen, sagen, stopp, überleg dir doch mal, was war denn an dem Tag gut? Alleine aufgestanden, alleine gewaschen, trotz Horrorfilm, alleine zur Arbeit gekommen, Arme und Beine dran, ist doch alles super. Also ein bisschen mehr auf die positiven Dinge im Leben fokussieren. So, und einen Tipp noch, wenn Sie sich mal wieder so richtig freuen über so ein Ding, ne? Vergessen Sie nicht, Ihrem Gesicht Bescheid zu sagen. Dann ist nämlich ganz wichtig, dass die anderen auch sehen, dass sie sich freuen. Und der positive Nebeneffekt ist, wenn Sie lächeln, wirkt sich das auch positiv auf Ihre eigene Stimmung auf. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also wenn es Ihnen mal ganz schlecht geht, müssen Sie einfach sich nur mal hinstellen und lächeln, auch wenn Sie gar keinen Anlass dazu haben. Und dann geht es Ihnen auch gleich viel besser. Eine Harvard-Studie hat 75 Jahre lang mittlerweile Menschen begleitet und geschaut, was sorgt für Wohlbefinden bei denen. Was ist wichtig im Leben und was, ja, Gesundheit und Wohlbefinden im hohen Alter. Und ich kann Ihnen sagen, es sind nicht die Cholesterinwerte, die Sie mit 40 haben, sondern das Ergebnis, was rauskam, es sind die Beziehungen, die Sie haben. Und nun kann man natürlich sagen, naja, die Paarbeziehung, die muss stimmen. Aber nein, es ist nicht nur die Beziehung zum Partner. Und da geht es auch nicht darum, dass man immer eitel Sonnenschein hat, dass man sich nie streitet, dass man nur in Harmonie lebt. Keineswegs. Das ist alles okay, man kann seine Meinung sagen, man kann sich streiten. Das Wichtige für die gute Beziehung und das, was unterm Strich ist, ist die Sicherheit, dass sie sich aufeinander verlassen können, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es wirklich ernst wird, dann müssen sie sich aufeinander verlassen können. Und das ist der Punkt, der unten rauskam. So, und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, mit dem Partner habe ich die Beziehung, aber haben Sie die auch in der Arbeit? Wie viel Zeit von Ihrer wachen Zeit, wohl bemerkt, verbringen Sie denn in der Arbeit mit Ihren Kollegen? Das ist sehr viel Zeit. Und damit beeinflussen die natürlich auch ihr Wohlbefinden und ihr Leben. Wenn Sie in einem Team arbeiten, in dem die Beziehungen nicht stimmen, das sind dann die Menschen, die sich montags auf den Freitag freuen, die sich das ganze Jahr auf den Urlaub freuen und die sich eigentlich ihr ganzes Leben lang auf die Rente freuen und dabei ihr Leben verpassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Beziehungen am Arbeitsplatz stimmen. Und wie kann man das schaffen? Zum einen natürlich mal mit Wertschätzung.
Wertschätzung ist ein sehr weites Feld. Ein paar kleine Tipps. Loben Sie die Mitarbeiter und zwar gleich. Nicht erst zur Weihnachtsfeier, wenn das Jahresergebnis steht, sondern auch zwischendurch, dass sich das Ganze entwickelt. Was noch machen? Auch Fortschritte loben. Nicht nur das Endergebnis. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen im Fußballstadion, alle sitzen schweigend da bis zum Abpfiff und dann auf einmal geht der Jubel los, weil das Ergebnis feststeht. Das wäre ja total gruselig. Nein, da werden alle Pässe bejubelt, da werden Torchancen bejubelt, auch wenn es nicht reingeht. Und da wird die Mannschaft bejubelt, auch wenn sie nicht gewinnt am Ende. Und genau so sollten Sie das mit den Mitarbeitern machen. Und noch ein Tipp, was Sie nicht tun sollten, ist ein Berliner Lob. Die Berliner unter Ihnen kennen das. Für die anderen sage ich es mal, wie so ein Berliner Lob geht. Da gibt es leider nichts zu meckern. Das ist leider kein echtes Lob, deswegen das bitte nicht machen. Was noch wichtig ist für die Beziehung, ist, wie ernst genommen werden die Menschen. Jeder Mensch will ernst genommen werden. Jeder Mensch will bedeutsam sein. Bedeutsamkeit ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Und wenn Ihre Mitarbeiter nicht das Gefühl haben oder Ihre Kollegen nicht das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden und dass sie einen bedeutsamen Beitrag leisten, dann werden die auf sich aufmerksam machen. Und da passieren die komischsten Dinge. Ich will Ihnen mal ein kurzes Beispiel dazu geben. Einer meiner Soldaten war in Kosovo abgestellt, als Einzelabstellung. Eines Tages erhielt ich einen Anruf von der Familienbetreuungsstelle, das sind die, die sich um die Familien kümmern, während die Soldaten im Einsatz sind, und die sagten, ja, die Freundin von dem Soldaten, die hat sich gemeldet und hat gesagt, warum der jetzt nicht nach Deutschland zurückkommt, der hat ja schließlich eine Kopfverletzung nach einem Minenunfall. So, das Ganze kam mir sehr komisch vor, zum einen war der im Geschäftszimmer eingesetzt, zum anderen gab es zu der Zeit so gut wie keine Minenunfälle mehr im Kosovo, weil die Straßen geräumt waren. Und zum Dritten werden in solchen Fällen immer die Einheiten sofort informiert. Und das ist bei mir nicht passiert. Also dachte ich mir, was ist denn da wieder für ein Mist passiert? A, Gelegenheit zum Freuen. So, also ich gehe der ganzen Sache nach. Was ist am Ende rausgekommen? Der junge Mann wollte einen Fliegenfänger an der Decke festmachen, ist dazu auf den Stuhl gestiegen und wurde dann am Kopf vom Deckenventilator getroffen. Ja, nun war er natürlich fern der Heimat. Seine Liebste der Beziehung war er sich scheinbar auch nicht so sicher. Da wollte er natürlich der Held sein. Also er kann ja nicht sagen, ich wurde vom Deckenventilator getroffen. Also kam der Minenunfall zustande. Was das Ganze für einen Rattenschwanz nach sich zieht, das war dem völlig egal zu der Zeit. Und deswegen immer darauf achten, geben Sie Ihren Mitarbeitern und Kollegen das Gefühl, bedeutsam zu sein. Und in Sachen Beziehungen habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Arbeit daran hört nie auf. Auch wenn Sie gute Beziehungen haben, auch gute Arbeitsbeziehungen haben, Sie müssen immer weiter daran arbeiten, um die aufrechtzuerhalten. So mal an die Männer unter uns gerichtet, das ist etwa so, wenn Sie zu Ihrer Partnerin sagen, du Schatz, ich liebe dich, und wenn sich daran was ändern sollte, dann sage ich Bescheid. Das funktioniert auch nicht. Das muss ab und zu mal wiederholt werden. Aber die gute Nachricht ist, die Arbeit an den Beziehungen, die lohnt sich, denn das ist das Fundament für die harten Zeiten, dass da auch erfolgreiche Beziehungen bestehen können, wenn es mal etwas rauer wird. Wie heißt es so schön, im Sturm und auf hoher See zeigt sich, aus welchem Holz die Kruge geschnitzt ist. Und das ist genau, wenn man so einen Einsatz hat mit den Soldaten da. Da spielen die Beziehungen eine Rolle. Glauben Sie, die Männer, die ich da mitgenommen habe, die ich ausgewählt habe, die funktionieren da eigenständig, weil es Dienstvorschriften gibt, weil es eine Vorgesetztenverordnung gibt, weil es irgendwelche Befehle gibt? Nein, auf gar keinen Fall. In solchen Situationen funktionieren die Teams nur, wenn die Beziehungsebene stimmt. Und deswegen klären Sie die Beziehungsebene in Ihrem Team rechtzeitig ab, solange noch alle in Ihrer Komfortzone sind. Und dann funktioniert es auch, wenn es mal etwas kritischer wird in der Firma und Sie mal andere Ansprüche ans Team stellen müssen. Der dritte Punkt, den Teams ausmachen, sind die individuellen Stärken der Mitarbeiter. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Firma und überzeugen Sie sich ganz unvoreingenommen,
von dem, was ihre Mitarbeiter können. Und ich bin überzeugt, jeder kann was. Jeder kann was und jeder kann auch irgendwas gut. Schauen Sie mal darauf, was die richtig gut können. Die Fehler bei uns Menschen zu finden, das ist total einfach. Wir sind alles Mangelwesen mit vielen Unzulänglichkeiten und die zu finden, ist wirklich keine große Kunst. Aber die Stärken der Mitarbeiter zu finden, das ist die hohe Schule. Und die Stärken dann noch zu entwickeln, das ist noch viel wichtiger. Vielleicht kennen Sie den Spruch, lieber die Stärken stärken als die Schwächen schwächen. Ich habe dazu neulich ein schönes Zitat gehört, das geht so: Ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kicks geübt hat, ich fürchte den Mann, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Und wer hat es gesagt? Der Altmeister der Führungskräfteentwicklung, Bruce Lee, war das. Und genau solche Menschen wollte ich in meinem Team haben, die einen Kick 10.000 Mal geübt haben. Spezialisten, die Profis auf ihrem Gebiet waren. Natürlich war für uns alle wichtig, dass wir eine gewisse Stressresistenz haben und dass wir gut mit neuen Situationen umgehen mussten. Das war die Basis. Aber ansonsten war jeder ein Könner auf seinem eigenen Gebiet. Denn wir mussten innerhalb von kürzester Zeit unter widrigsten Bedingungen über 200 Menschen evakuieren. Und dazu braucht man natürlich Profis, die das entsprechend machen können und das unter Zeitdruck auch auf die Schiene bringen, die PS. Das heißt, wir mussten die dahin bringen, die mussten registriert werden, damit die auch nur die Richtigen in den Flieger kamen, weil an dem Flughafen hat sich rumgesprochen, dass die Spanier, die Franzosen und die Deutschen da Menschen ausfliegen. Und da sind viele hingekommen, auch die, die keine Ausweispapiere hatten und stattdessen ein dickes Geldbündel. Aber die konnten wir nicht mitnehmen, sondern wir haben die deutschen Staatsbürger mitgenommen, die wir evakuieren sollten. Und die auszusieben, dann muss man die auch noch anschließend durchsuchen, damit die keine gefährlichen Gegenstände an Bord bringen. Und da rede ich jetzt nicht vom Feuerzeug oder vom Nagelklipser, sondern die Menschen sind durch ein Bürgerkriegsland zu dem Flughafen gekommen, die hatten sich bewaffnet vorher. Und das sind Macheten und Schusswaffen gewesen. Und die können die natürlich nicht mit an Bord bringen. Weil die, die wir evakuiert haben, die hatten ja noch einen viel höheren psychischen Stress, als wir das hatten. Die haben alles zurückgelassen, die haben vielleicht Angehörige verloren. Auf jeden Fall haben sie ihre einheimischen Freunde zurücklassen müssen, weil die nicht evakuiert wurden. Und wenn so einer dann natürlich durchdreht in dieser Situation, dann muss jeder Handgriff sitzen und dann muss man auch gut vorgesorgt haben. Und deswegen braucht man ein hochspezialisiertes Team, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich hatte so ein Team und wir haben, wie gesagt, über 200 Menschen gerettet aus der Elfenbeinküste. Das Ganze ist sehr gut ausgegangen und das ist nochmal ja, eigentlich der große Verdienst von meinem Team, die das gemacht haben. Und ich wette, Sie haben noch nie was von dieser Aktion vorher gehört, weil sowas immer nicht an die große Glocke gehängt wird. Aber das war ein toller Erfolg, den wir da erlebt hatten. Vielen Dank. Ich werde die Aufzeichnung davon an mein Team weiterleiten. Das ist nämlich auch für die Balsam auf die geschundene Seele. Ja. Nach all den Jahren, in denen ich in Teams mitgearbeitet habe und in die ich Teams geführt habe und die ich Teams trainiert habe, ist mir eins klar geworden. Die individuellen Stärken sind einer der Grundpfeiler von einem erfolgreichen Team. Und wenn Sie am Montag wieder in die Arbeit gehen und nach Wettbewerbsvorteilen suchen in Ihrem Unternehmen, suchen Sie nicht nach neuen Produkten, nach neuen Vertriebswegen, nach neuen Lieferanten, sondern schauen Sie, was Sie direkt im Unternehmen haben, was Ihre Mitarbeiter können, was die für Stärken haben, was Sie da entwickeln können. Denn das hat ein paar wesentliche Vorteile. Das, was Ihre Mitarbeiter können, das ist nicht kopierbar von der Konkurrenz und das ist auch nicht konjunkturabhängig. Denn die Beziehungen und der Teamgeist sind einmalig und die Stärken ganz individuell. Und nach 30 Jahren weiß ich jetzt, was damals nicht gestimmt hat. Denn es gibt tatsächlich ein I im Team. Das ist nur ein kleines I, aber das steht für die individuellen Stärken im Team. Und die Aussage von damals, dass es kein I im Team gibt, die war schlicht und ergreifend falsch.
Und wenn in nächster Zeit mal Dinge passieren, die nicht so toll laufen, vielleicht denken Sie an den Abend zurück und freuen sich mal richtig drüber. Ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie heute Abend ein großes I finden in diesem Saal, nämlich ein großes I für Inspiration. Vielen Dank. Hallo, wir sind Gedankentanken, die Plattform, die dich weiterbringt. Wie hat's dir gefallen? Was fandst du richtig? Was siehst du anders? Bitte kommentiere doch und abonniere hier unseren Kanal. Und bitte schau dir auch gleich hier das nächste Video an, da ist wieder was für dich dabei. Und wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung interessiert, das absolute Superangebot, und zwar hier findest du unser Gedankentanken-Basisseminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Also wenn du Lust darauf hast, Erfolgsstrategien für Job und Privatleben zu erlernen von richtigen, coolen Experten, dann ist das hier das Gratis-Seminar, für welches du dich jetzt hier anmelden kannst. Und ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem Gedankentanken-Event oder aber wenn du mindestens mal unsere Website besuchst, www.gedankentanken.com. Dort findest du jede Menge spannende Seminare und Angebote und wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, also wahrscheinlich auch bei dir um die Ecke.